Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's, Karin. Ich bin Melvin. Und ihr seht, wir haben hier einen neuen Merch. Das ist richtig gut. Wir haben davon nur eine limitierte Auflage. Wir haben davon nur 3 Milliarden Stück. Und geht jetzt in unseren Shop. Unten ist der Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das kaufen. Also ihr seht ja, wir haben hier auch ganz neue Motive extra dafür gemacht. Einmal hier Grinsebacke und einmal LAN-Anschluss. Ja, macht alle mal Hashtag WLAN aktiv in die Kommentare. Weil jo. Dann seht... Was ist los? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist draußen? Das? Vom Fenster? Was ist das? Sieht aus wie Schnecke. Schnecke? Was ist das für Ding? Da klebt irgendwas unten dran. Klebt was Zettel. Drin? Bruder, was ist das? Ich will Wodka. Steht da? Wodka. Ich will Wodka. Ich will Wodka. Wodka? Hä, wer ist das? Was ist das für ein Ding? Was zur Hölle? Was ist das? Geh mal her. Hat es da irgendwie so. Ist da irgendwie so. Halt mal Kamera. Ist da irgendwie so. Ist da irgendwie so ein Topf so. Da ist was. Hörst du das? Was? Geh mal ganz da ran. Sind hier redet einfach. Hört ihr das, Leute? Das ist übelst creepy. Was ist das? Also, wir hatten eigentlich geplant, dass wir zu eine Wettessen-Challenge drehen. Aber. Ich weiß nicht, das Ding ist, es redet einfach, es ist gruselig. Ja, komm, wir werfen es einfach weg. Und es sagt, es will Wodka. Ja, werf einfach weg. Werf einfach hin, wo hierher gekommen ist. Ja, je weiter weg, desto besser. Fenster zu, ausgesperrt. So, kommt nicht mehr zurück rein. Oh Gott, ich bin ganz ruhig. Oh. Bevor ihr noch was Creepiges... Ah, ist einfach ein Fluch. So, wir haben es. Lass einfach drehen hier, Wettessen-Challenge. Ja, okay, können wir machen. Ich würde sagen, wir drehen einfach die Essen-Challenge, oder? Ja, machen wir einfach. Komm. Ja, müssen wir Stühle hin tun an den Tisch. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's, Karin. Ich bin's, Melvin. Und heute gibt's eine neue Wettessen-Challenge. Wir haben uns hier auch schon Chio-Dip extra besorgt. Ja, und wer zuerst Digga. Diese... Warte mal kurz. Was ist das? Da ist die schon wieder. Die ist schon wieder da? Leute! Wo kommt sie her? Diese Schnecke. Ey, Bruder. Fokussier doch. Bruder. Ich hab die gerade draußen weggeworfen. Du hast die gerade weggeworfen, wir haben das sogar gefilmt. Wo kommt die her? Ach du Scheiße. Hä? Guck mal kurz, ob da irgendwas ist. Guck mal. Halt mal fest. Jetzt schon wieder ein Zettel. Ist da ein Zettel? Was steht da drauf? Trefft mich um 3 Uhr nachts im Wald. Hä, wie ist die reingekommen? Nein. Hä, wie ist die Schnecke hier Scheiße, reingekommen? Alter. Was soll das? Was ist das so? Du kennst doch diese ganzen... 3 Uhr nachts Videos auf YouTube. Ja? Ach du Scheiße. Ja, ich dachte eigentlich immer, es wäre alles gefälscht. War alles fake. Dachte ich auch, aber. Hä? Wie ist die hier reingekommen? Ist das Fenster noch zu? Das ist Fenster Nein. Ist noch zu. Der ist zu. Wie ist die hier reingekommen? Jo, ich habe langsam echt Angst. Meinst du, wir sollen da hingehen? 3 Uhr nachts? Ich weiß nicht. Das ist richtig gruselig. Eigentlich will ich da ungern hingehen. Ja, aber. Wenn sie sagt, sie werden zum 3 Uhr nachts treffen. Was ist das? Scheiße. Hör mal. Leute. Alter. Das ist richtig gruselig. Die kennen einfach unseren Namen. Was zur Hölle? Ich habe richtig Angst vor der. Lasst mal. Ich will da nicht hin. Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob wir wirklich in den Wald gehen sollen. Weil eigentlich haben wir schon Angst davor. Ja, weil wenn wir nicht hingehen, habe ich halt Angst, dass die irgendwie ausrastet oder so und uns einfach verfolgt. Yeah. Weil wir müssen ja, dass das Ganze... Die Waage ist halt innerhalb von 10 Minuten zweimal bei uns ins Haus gekommen. Wir müssen irgendwas machen, dass das aufhört. Ja, also Leute, dann gehen wir jetzt dahin. Und dann... Sie hat aber auch gesagt, dass sie Wodka will. Wodka? Meinst du, wir sollen ihm Wodka mitbringen? Hast du noch Wodka? Nein, ich habe keinen Wodka mehr. Ich habe auch keinen Wodka mehr. Und es ist Sonntag. Die Läden haben zu. Jo, dann gehen wir jetzt da einfach hin. Ja, würde ich sagen. Weil ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen, wenn die uns schon wieder verfolgt. Wir können die auch nochmal wegwerfen, wir können die festketten oder so, aber... Lass sie erstmal festkleben. Und dann gucken, dass die... Ja, lass uns mal unsere Challenge volldrehen. Ja, wir machen jetzt unsere Challenge weiter. So Leute, ich habe die Schnecke jetzt da festgekettet. Boah, hoffentlich reißt sie sich nicht los. Ich schaff die niemals. Das ist so dermaßen festgebunden. Ja. Das wird halten. Ja. Gott, was ist das für eine Schnecke? Richtig Angst vor der. Ja gut, dann drehen wir jetzt erstmal unser Video weiter. 2,
1. Peace, Leute, was geht ab? Und heute gibt's wieder eine fette, geile Essens-Challenge. Ja, wenn wir schon den Dip. Genau, den Dip besorgt. Ja, und wer die Salsa zuerst aufgegessen hat, der hat diesmal gewonnen und kann natürlich auch wieder eine Bestrafung für den Verlierer aussuchen. Da hatten wir ja schon richtig fette Strafen in der Vergangenheit. Ja, Mann, das ist richtig extrem. Wir hatten schon zum Beispiel Schwimmen im Haifisch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Metronom. Oh Gott. Was zur Hölle? Wie hat die sich... Willkommen. Was? Wie hat die sich losgerissen, hä? Was zur Hölle? Auf wie viel war das Metronom eingestellt? Auf 3 ist es eingestellt. 3 Uhr nachts. Okay. 3 Uhr nachts. Sie hat diesmal hat sie gar keinen... Oh Gott, das ist. Jetzt habe ich richtig Angst. Leute, wir müssen da jetzt hin. Wir müssen da jetzt hin, weil wenn wir da nicht hingehen, ich glaube, das nimmt ein ganz übles Ende und vielleicht. Ich will mir gar nicht ausmalen, was da noch passieren wird, Leute. Wir gehen da jetzt hin. Wir gehen da jetzt hin. Ja, wir müssen da jetzt hingehen. Wie viel Uhr ist es? Kurz vor 2, also noch ein bisschen über eine Stunde. Ja, dann müssen wir uns jetzt beeilen, weil da brauchen wir mindestens 10 Minuten hin. Das wird dann schon richtig knapp. Weil vielleicht, wenn wir nicht rechtzeitig da sind, vielleicht war dann alles zwecklos. Aber sollen wir die mitnehmen oder sollen wir die hier lassen? Ich habe irgendwie Angst, sagen, wir lassen wenn, sie ich das, wenn, nicht das wenn wir wieder zurückkommen, dass dein Haus abgebrannt ist, wenn wir die hier lassen. Hast du recht, aber ich will die eigentlich auch nicht dabei haben. Lass sie, bevor wir da in den Wald gehen, sie verbrennen. Oh Gott, ich habe richtig Angst. Oder irgendwie zerstören auf jeden Fall. Zerstören, ja. Also wir gehen in den Wald, gucken, was da ist und wenn da nichts ist, dann verbrennen wir die einfach. Ja. Ja, okay, Leute. Wir sehen uns gleich im Wald. Jo, Leute, wir sind jetzt hier im Wald. Ist auch schon richtig spät. Ja. Wie viel los? Hier. Kurz vor 3. Oder kurz nach 3? Was ist da? Kurz vor 3:30. Kurz also vor 3:30. Also wir sind noch ein bisschen zu früh, haben die Zeit ein bisschen falsch eingeschätzt. Aber ja, besser zu früh als zu spät, würde ich mal sagen. Und, Junge, siehst du das? Was ist das? Leute, schaut mal. Irgendetwas. Was ist das? Na, lass mal hingehen. Sieht aus, als ob da irgendwas wohnt. Da irgendwas leben würde. Was ist das? Irgendeine. Schau dir das an. Versteck, ein Unterschlupf. Also ich habe ja auch die Schnecke dabei hier im Beutel. Hat da jemand. Was ist. Hast du was gefunden? Hat irgendjemand Zweige zerbrochen. Zweige. Scheiße. Ich höre hier irgendwas eigentlich auch. Ich fühle mich richtig beobachtet auch schon die ganze Zeit. Ich habe eigentlich richtig Angst. Komm mal mit. Wir müssen uns jetzt einen Ort suchen, wo wir halt. Also wir gucken uns jetzt ein bisschen um im Wald. Ich sehe das da hinten, das ist irgendwie hell. Seht ihr das? Da hinten, hinter dem Baum. Da leuchtet irgendwas. Also wir gucken jetzt hier ein bisschen rum, ob hier irgendwas ist. Irgendwas auf uns wartet und wenn hier bis um 3 Uhr niemand da ist, dann werden wir halt diese Schnecke einfach verbrennen und dann hoffen, dass sie aus unserem Leben für immer raus ist. Das ist einfach nur die Sonne. Nur die Sonne gewesen. Das sah gerade ganz anders aus. Ja, Alter, das sah aus, als da irgendwas stand. Einfach nur da fehlt ein. Aber das war. Oh, scheiße. Das echt ich fühle mich richtig verfolgt. Also, das ist halt unser Plan und den werden wir jetzt auch durchführen. Dann ziehen wir jetzt durch. Wir hocken uns jetzt hier irgendwo hin und warten bis um 3 Uhr. Digga, siehst du das da hinten? Lass noch ein bisschen weiter. Siehst du das? Lass noch ein bisschen. Bewegt sich irgendwas. Scheiße. Also, es ist ja halt echt richtig unheimlich. Und vor allem um 3 Uhr nachts warum sollte. Ja, noch ist ja nicht 3 Uhr. Wir müssen ja jetzt erstmal warten bis 3 Uhr. Und wir warten vielleicht auch noch ein bisschen länger. Herum. Wenn wir wenigstens am Tag, dann könnte hier irgendwas, irgendwelche. Irgendwelche Pferde oder so. Ja. Irgendwelche Pferde, aber. Scheiße, Leute. Ja, ich würde sagen, wir hocken uns jetzt hier einfach hin. Lass ein bisschen weiter weg von dem. Würdest du? Ja, okay, gut, stimmt. Das ist so unheimlich. Jo, wir sitzen jetzt hier schon locker irgendwie eine Stunde. Wie viel Uhr ist es? Ja, schon. Spät. Eine Stunde vergangen. Ja, fast. Es ist schon lange nach 3 Uhr. Und hier ist einfach noch gar nichts. Das heißt, ich werde jetzt hier. Hier ist die Schnecke drin. Die erste Stunde sogar und fast wir, rum. Ja, wir werden jetzt verbrennen.
oder? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Angst davor, die zu verbrennen, weil wir sind hier schon im Wald, es ist schon dumm, hier was anzuzünden. Ja. Aber ich habe noch mehr Angst davor, dass das Vieh vielleicht wieder zurückkommt. Also, ja, lass die einfach verbrennen. Ja, halt mal kurz. Komm, wir machen sie einfach hier direkt auf den Baumstumpf. Ich hole. Digga, das ist leer. Nicht. Schau mal, ist nichts drin. Ich habe die aber mitgenommen. Hä? Hä? Ah, hä? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Licht. Leute, was ist das? Da leuchtet irgendwas ganz hell. Komm mal mit. Was ist das? Oh nein. Alter. Ah. Das ist einfach die Schnecke. Genau, das Licht. Und sie glüht. Das ist eine Taschenlampe. Das ist einfach eine Tasche. Hä? Das ist nicht irgendeine Taschenlampe. Das ist meine Taschenlampe. Wieso hat sie unsere Taschenlampe mitgenommen? Hä? Ja, ich habe die nicht mitgenommen. Wieso ist sie hier im Wald und wie ist sie aus dem Beutel rausgekommen? Ich hatte den die ganze Zeit in der Hand. Alter. Bruder, was machen wir jetzt? Ich habe echt die Schnauze voll von der Scheiße. Bruder, die wollten wir doch verbrennen. Du kannst nicht einfach so wegwerfen. Warte mal, das Batteriefach ist aufgegangen. Vielleicht ist sie jetzt endlich tot. Jetzt, wo wir ihre Batterien rausgenommen haben. Schaut mal. Warte. Wo ist Kevin? Kevin ist weg. Kevin! 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 Wo ist der hin? Leute, scheiße. Kevin ist einfach weg. Kevin! Kevin! Mach keinen Scheiß! Kevin! Oh Gott, Leute. Was tust du denn da? Kevin! Ist alles okay mit dir? Kevin! Hä? Was passiert? Ich hab die doch weggeworfen. Warum hast du die wieder? Wir wollten sie doch verbrennen. Aber schau mal, die Batterien sind raus. Also vielleicht ist sie endlich. Vielleicht ist der Spuk endlich vorbei. Ist der Spuk vorbei? Wie bin ich hierher gekommen? Was habe ich gemacht? Ich weiß nicht. Ich bin einfach. Ich hab das geholt und dann warst du einfach weg. Was? Hä? Was? Ey, verarsch mich jetzt nicht. Verarsch mich jetzt nicht. Nee, lass sie einfach hier lassen. Ja, aber was, wenn die den Wald anzündet? Womit denn? Was weiß ich? Wo hat die Taschenlampe gehabt? Die kann auch alles Mögliche noch mitgenommen haben. Scheiße. Boah, mir ist echt nicht wahr. So ein ganz komisches Gefühl. Jo, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen. Sollen wir die mitnehmen? Ja, okay, Leute, also wir haben jetzt beschlossen, wir lassen jetzt einfach hier liegen und gehen nach Hause und hoffen, dass es damit einfach vorbei ist. Mir ist nicht wohl bei der Sache, aber keine andere Wahl. Da aber lass die Batterien mitnehmen. Sonst, lebt sie vielleicht noch weiterhin. Außerdem, Batterien lässt man nicht einfach so liegen. Batterien lässt mich einfach so nur entschuldigen. Okay, weg damit. So, endlich wieder zu Hause. Ja. Junge. Das war so anstrengend. Es ist nämlich echt weit zum Wald. Das Fenster ist offen. Hä? Hast du das vorhin aufgelöst? Nein, ich hab's zugemacht. Du hast doch zugemacht, nachdem du die rausgeworfen hast. Ja. Hä? Guck mal, was ist das denn jetzt? Digga! Ah! Was macht ihr hier? Was? Die Batterien sind wieder drin. Hä? Die haben wir doch. Hä? Sind weg. Das ist noch mein Schlüssel. Was zur Hölle? Leute, schreibt mal in die Kommentare, was wir machen sollen gegen diese Schnecke. Die scheinen uns zu verfolgen und zwar richtig hartnäckig. Ich habe richtig Angst.